Jojo, und willkommen hier zu einer neuen Folge Jump League mit Kenny. Dem Boss, guten Tag, Digga, was läuft, Freunde? Guten Tag. Und heute machen wir uns über ein paar Kommentare lustig, nämlich, wir haben ja, fängt schon gut an. Wir haben ja letztens ein Video hochgeladen, wo Kalle die Brücke in Craft Tech von Petrit angezündet hat. Hier ein kleiner Ausschnitt. Nein, 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 nein. Jo, als ob, Junge, als ob. Jo, als ob. Er zündet einfach die Brücke um. Ja. Und, ja. Professionell und so, Digga, was ist los bei dir? Ja. Oh, professionell, Petrit LP, woo. Okay, ja, und da haben wir auf jeden Fall ein paar Hate-Kommentare bekommen, Kadel und ich unter anderem, und ich habe einfach mal aus beiden Kommentaren unter den Videos ein paar rausgesucht, ein paar lustige. Ein paar davon sind eher weniger lustig, weil die eigentlich schon echt hart waren, und da habe ich auch ein paar Sachen ausgelassen, weil da nämlich ein paar Leute echt persönlich geworden sind, aber ich fand's lustig und habe dann einen Teil davon rausgesucht. Das erste Kommentar, was ich hier sogar habe, war sogar das Top-Comment. Ist nicht unbedingt lustig, aber ich find's irgendwie schon ein bisschen lustig. Da hat nämlich jemand einfach nur geschrieben, was sehr, sehr oft drunter stand, von Staubsauger-LP, Kaddel raus aus Craft Attack, einfach nur als so Hashtag, und das hat einfach 60 Daumen hoch. Ja, okay, guck mal, er hat LP im Namen, ne? Das erklärt ja schon einiges, Freunde, also können wir direkt zum nächsten Kommentar gehen. Das heißt, das ist nämlich die Gemeinsamkeit zu Petrit LP. Ja, und zweitens heißt jeder zweite Vollspaß LP, also können wir den total vergessen. Also der hat sich schon mal selbst gedisst mit dem Namen. Sorry, Sarata. Ja, also nee, nix gegen Sarata oder Honeyball oder ihr wisst schon, was ich meine, aber... Ne, oder PewDiePie LP. Waren ja auch die ersten, die so hießen. So, yeah, jetzt heißt jeder zweite Vollspaß so, und damit hat man sich auch schon selbst gedisst. Aber brauchen wir dazu eigentlich auch nichts mehr sagen. Okay, das nächste Kommentar, warte, ich muss mal ganz kurz hier springen. Ladelilo. Okay, das nächste Kommentar ist von Lego Star Wars Freak 888. Ihr Lappen, seid ihr behinderte Wichser? Die Brücke war geil. Ihr seid solche Wichser, Mann. Und Noob seid ihr auch. Wie heißt du nochmal? Der heißt Lego Star Wars. Nicht Star, okay, sondern Lego Star. Okay, jetzt auch nicht mehr sagen, Freunde. Ne? Heißt Lego Star Wars. Also Lego Star Wars Freak 888. Einige also, Menschen können Deutschland nicht richtig lesen und schreiben, Leute. Anscheinend gehört diese Lego Star Wars Freak 98.000. Entschuldigung, auch dazu. Ja, auch ein Hurensohn. Können wir weitermachen. Okay, nächstes Kommentar. Da hat... Oh, ich muss mal kurz hier jumpen, um mich zu konzentrieren. Okay. Jemand hat geschrieben, nämlich eplayzhd. Das hat sogar 19 Likes bekommen, das Kommentar. Der hat geschrieben, Kabel, du bist ne, mit H, ne, Missgeburt. Bitte left okay. Aus dem Projekt. Mit dir macht es keinen Spaß zu gucken. Muss ja, okay, gleich Leute. Alles abbrennen. Und dann so ein ganz, ganz trockenes am Ende. Huso. Ja, okay, Leute, ich verlasse jetzt Craft Attack. Ja, tschüss, ne, Karte. Wie heißt er nochmal? Irgendwas mit HD, ne? Der heißt eplayzhd. Jeder disst sich selbst mit dem Namen. Ich verstehe das nicht, Leute. Habt ihr keine richtigen Namen oder was? Hast du was gegen Bomber HD? Ja, nee, der war ja, das war so einer der ersten so. Jetzt heißt jeder zweite Vollspaß HD, Vive HD und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt so viele Spasten einfach. Liebe Grüße an Vive. Was geht, Bruder? Liebe Grüße an Lukas und deinem Vater, der ist richtig nett. Der disst dich. Der disst dich immer, das finde ich super. Und, ja, also keine Ahnung, also ist auch ein Hurensohn. Okay, also wir nicht wollen... Lukas, sondern... Okay, ich hab grad schon gedacht. Nein, nein, nicht. Aber nimm das nicht zu ernst, nicht, dass es dann hier gleich wieder Dislikes hagelt und dann alle Leute schreiben, ihr seid selber. Keine Sorge, Leute, ich meine natürlich nicht alles ernst. So, jetzt okay. Ist mal was essen. Ist mal was? Ich will das Essen auch hören. Oh ja, was isst du da? Belleck. Ah ja, da verstehe ich sehr, sehr viel von. Belleck kann man ja hören. Nimm den Pimmel aus dem Mund. So, boah, ich fall die ganze Zeit durchs Wasser, okay. Emre K, also ich denke mal, dass das ein Kenneck ist, also du wirst sogar von... Wie schon mein Bruder. Naja, gleich ändert sich das wieder. Der hat nämlich geschrieben, hab ja nie gehatet oder so, aber eine Brücke anzuzünden geht einen Schritt zu weit. Vor allem, du bist neu in Craft Attack. Wenn so weitergeht, Hashtag Kalle raus aus Craft Attack, Hashtag Dislike. Das Kommentar hat auch 20 Likes, aber ich fand's irgendwie Wahnsinn. Lustig. Ich fand's irgendwie lustig, weil alle mal schreiben, Hashtag Kalle raus aus Craft Attack. Da muss ich jetzt wohl gehen, Leute. Alles wegen euch. Super. Ja, und das denke ich mir nämlich auch so, weil Hashtag Kalleros aus Craft Attack, ich glaube, da vertrete ich auch die Meinung, weil so einen Hurensohn will man einfach nicht im Projekt haben. Ne, Karl, ne? Es gibt einfach viel zu viele Hurensöhne einfach auf der Welt. Unter anderem und, du, weil du nämlich allen Brücken anzündest. Und diese Emre gehört einfach dazu. Aber, war er nicht gerade eben noch ein Bruder? Ja, aber das kann sich halt ganz schnell ändern, ne? Dann noch so ein richtig trockenes Kommentar von... Dominik Prenkai. Der hat nämlich geschrieben,
Kaddel ist mal die übelste Nussgeburt. Hashtag ja, Kaddel raus aus Crafted. Ja, da ist Dominik. Das erklärt schon alles, Alter. Das erklärt wirklich schon alles. Ja, also wird der ist Kevin so heißen. Zweiter Kevin, Alter. Das ist so eine tiefere Form von Kevin. Nichts gegen Dominiks. Es gibt bestimmt auch nette Dominiks da draußen. Es gibt bestimmt auch Kedos oder so. Heißt auch Dominik, glaube ich. Und ja. DTV DNS, Dominik Christoph von der Nordsee. Von der Nordsee vor allem. Was ist das für ein Name, ey? Nichts gegen DCV DNS, weil ich finde den sogar eigentlich voll cool. Ich auch, ich mag ihn. Man, I like that boy. Like that boy, okay, pretty geht's. Much. Okay, warte mal, nächstes Kommentar. Ups, warte. Berdek. Von BIOS Gaming. Moment. Wie scheiße das einfach ist. Du tauchst in der ersten Folge auf und machst alles kaputt, du geisteskranker Arsch. Ja, Karl, du bist ein ziemlich geisteskranker Arsch. Warum sagst du jetzt nichts? Hallo? Das fand ich gemein. Hat einfach den Raum verlassen. Er ist einfach raus. Junge, ey. Kaddel? Der Hurensohn. Weiter geht's. Oh, okay, nächster Kommentar. Hans G. Also einfach nur Hans G. Vom, gut, Hören, also vom Hören weiß man schon, was für eine hässliche Missgeburt und ein Nazischwein bist. Okay. Hurensohn. Leute, du schaffst dies auf dieser Welt. Alter. Die beleidigen mich einfach alle ohne Grund. Mann. Ja, Junge, da kommt und direkt noch eine Beleidigung von Synex HD. Die war aber nicht an dich gerichtet, glaube ich, weil er hat nämlich geschrieben, Karl, du Hurensohn. Alter, lass mal Petr in Ruhe, AMK. Er geht raus aus dem Projekt wegen dir, du Stück Scheiße. Ja doch, ist an mich. Dann habe ich halt das erreicht, was ich erreichen wollte. Oh boy, Und grad auch HD im Namen, das heißt, Leute, was heißt das, Leute? Schreibt in die Kommentare, ihr wisst es. Fängt mit AHH an und endet mit Uhrensohn. Scheiße, Okay, nächstes Kommentar. Der heißt nämlich Koray Kalbur. Und der hat geschrieben, ich habe Petrin in die Kommentare geschrieben, dass er scheiße ist. Und seine Brücke auch. Da haben wir den ersten, dann haben wir den ersten sozialen Mensch auf dieser Welt. Ein Applaus bitte einmal für den, einen Daumen hoch. Okay, wir können aufhören. Entschuldigung. Nicht fappen. Okay, Leute. Also wirklich eine sehr, sehr nette Person. Ist Koray. Hört sich nach einem Kenneck an, also. Ja, also ein bisschen Bruder geworden, ne? Ihr wisst Bescheid, Digga. Weiter geht's. Warte. Wow, yo. Ich muss kurz hier ganz, ganz kurz Dinge looten. Soll mich am besten hier schon mal direkt equippen. Weil es nämlich ja gleich schon losgeht, so wie es aussieht. So, dann das hier auf den ersten Slot, das hier auf den zweiten Slot, das hier so. Blablabla, so. Ich hab so Scheiße, ne? Ich versuche noch, eben kurz hier die nächste Kiste zu looten, wenn ich das noch hinkriege, weil wir haben noch 18 Sekunden. Komm, die krieg ich auch noch. So, boah, das war auf jeden Fall nochmal Glück, dass ich die noch bekomme. Oder auch nicht, das Item hatte ich nämlich schon. So, nächstes Kommentar, nämlich von Tom Stadelmann. Jung! Du bist du ein Arsch? Du hässliches Kind, derbe, unlustig. Petr ist voller als du. Du fick dich mal. Mama! Also... Mama, ich wurde beleidigt. Also ich weiß nicht mal was... Ruf deren Eltern an. Bitte. Das geht so nicht weiter, Mama. Ich werde gemobbt im Internet. Also ich bin dafür, dass Frau Stadelmann angerufen wird. Frau Stadelmann, Alter. Die ist unter meinem Tisch. Junge. Ihr direkt übertreibt, ey. Ja, also... Also ich hab jetzt diese Aussage des Kommentars nicht verstanden. No offense, please. Da ist gerade einer vor mir an Fallschaden gestorben, korrekt. Ja, also ich hab die Aussage des Kommentars nicht ganz verstanden. Ihr könnt ja einfach mal in die Kommentare. Diese kleinen Abstauber. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was dieser Typ da damit aussagen wollte. Aber ich glaube nur die ersten drei Kommentare waren aus meinem Video und der Rest war unter Cuddles Video, also ihr könnt euch schon fast denken. Sie haben mich beleidigt wegen einem Blockspiel. Ja, aber das waren sogar schon alle Kommentare, die ich rausgesucht habe. Waren alle 10 Kommentare. Also, wir können Fazit schließen. 9 davon sind Hurensöhne. Einer davon ist ein Bruder. So. Nämlich Koray. Der Name wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ist das ein türkischer Name oder so? Oder keine ist Ahnung. Es generell? Ich weiß nicht, wie der geschrieben wird. Wenn Koray. Sagst, K-O-R-A-Y. Koray. Koray, ja. Kann ich mir schon vorstellen.
Aber ey, nimmt dieses Video nicht zu ernst. Es gibt einfach zu viele Lutscher auf dieser Welt. Nee, wir möchten einfach nur auf eure Kommentare eingehen und wenn es halt Hate-Kommentare sind. In den letzten Videos kommt es ja auch immer wieder vor, dass wir zum Beispiel in Minecraft leben. Für die Leute, die das nämlich nicht gucken. Weil ein Teil von euch guckt das nämlich noch gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob da noch nicht so die Interesse da ist. Aber in Minecraft leben ist es auf jeden Fall so. Da gehen wir nämlich immer auf Kommentare ein, was Leute nämlich wollen, wie was wir in unserem Haus... Ich wurde schon wieder abgestaubt. Was Leute nämlich wollen, was wir in unserem Haus bauen. Und wir haben da so ein paar Vorschläge dann von Zuschauern gesammelt. Zum Beispiel so Dinge wie, halt, dass wir unser Haus in einer bestimmten Blockform bauen wollen oder in irgendeiner Holzart oder so. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall eure Vorschläge auch in die Kommentare schreiben. Und vor allem auch auf Twitter unter Hashtag Quotenpilz könnt ihr dann schreiben, was wir an unserem Haus baumäßig verändern sollen. Und ja, unser Haus hat nämlich schon super krasse Form angenommen und ist echt schon super schön geworden. Ist sogar schöner als das Haus, was ich in Craftstack für Petrit gebaut habe. Aber also, unser Haus ist einfach schöner, weil... Das ist nicht dein Ernst, Junge. Warum bin ich jetzt gestorben? Du bist, oh mein auch, Gott, ich wollte... Du bist auch schon, ne? Ich flieg dir einfach mal hinterher. Oder, oh ja, oh, okay, ich bin in den Hub gegangen. Ich will mal sagen, ohne... ja, das war wohl auf jeden Fall sehr, sehr, sehr professionell. Ich habe die Folge nicht gewonnen. Aber wir haben uns erfolgreich über eure Kommentare lustig gemacht. Über die negativen vor allem. Und über die wenn ihr auf jeden Fall noch mehr negative Kommentare haben wollt... wenn ihr auf jeden Fall mehr wollt, dass so negative Kommentare in Videos vorgelesen werden, dann schreibt auf jeden Fall mal ein paar lustige Kommentare. Vielleicht machen wir da auch einfach ein Konzept draus, wo wir solche Kommentare einfach vorlesen. Aber mir gibt's genug Lutscher. Ja. Oder schreibt einfach mal Hate-Kommentare gegen Kalle, die vielleicht lustig sind oder einfach nur behindert. Und vielleicht schafft ihr es ja ins nächste Video. Ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat oder ihr vielleicht sogar ein bisschen gelacht habt, dann danke für eure positive Wertung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.